Verschwinde von meinem Land sofort. Nimm das Gewehr runter, sonst wirst du noch jemanden verletzen. Du hast mich angeschossen. Was für ein Jammerlappen. Der Kinocast. Hallo und fröhlichen dritten Advent hier in die Runde. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Ho ho ho, hallo. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Total. Ja. Nochmal schnell ein paar Arbeiten vorbereiten für die Schüler, damit sie über die Feiertage was zum Bippern haben, ob sie eine gute Note haben oder nicht, ne? Ah, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich Klausuren oder Klassenarbeiten mit in die Ferien nehme. Das wäre bescheuert, aber das mache ich nicht. Naja, habt ihr schon einen Baum? Ja. Ja. Was, habt ihr auch schon einen Baum? Ja, ja, ja. Seit heute steht der Baum. Ja. Gestern geholt, ja. Einen abgeholzten oder einen im Topf? Irgendwo gefunden, nee. Nee, einen abgeholzten, ja. Okay, weil wir haben einen im Topf. Hat schon die ersten Qualitätskontrollen bestanden, ja. Im Topf hatte ich auch mal tatsächlich einen, der ist mir aber eingegangen, deswegen war das ganze Prinzip ein bisschen sinnlos, dass man den im Topf hat und dann später wiederverwendet. Was aber wahrscheinlich mehr an meinem fehlenden grünen Daumen lag. Naja. Was macht ihr dann mit dem? Pflanzt ihr den dann draußen ein bei euch? Oder im Garten? Oder? Ja, als Indoor-Toilette für den Hund bleibt er nicht, das ist klar. Ist natürlich auch praktisch. Kann man sich das sparen, um mal mit dem Hund rauszugehen. Ja, eben. Ich weiß gar nicht, ob wir den im Garten einpflanzen dürften. Ich glaube, da müssten wir erstmal die Hausgemeinschaft fragen. Nein, vielleicht gucken wir, dass wir ihn irgendwo auf dem Balkon mal erstmal lassen und dann gucken wir, was passiert. Also haut ihr den dann doch weg? Vielleicht. Ja, das Problem, ich wollte einen kleinen Baum dieses Jahr und dann gibt es halt Baum im Topf. Nee, kleiner ich Baum. Ich wollte halt keinen großen Baum dieses Jahr. Da passen doch überhaupt keine Geschenke drunter. Also der Chris, der hat sich doch bestimmt einen großen Fernseher gewünscht und alles. Das muss doch da irgendwie drunter. Ja. Und die, was weiß ich, PS Pro hier mit VR und sonst was. Das hat doch da gar keinen Platz. Nein. Und weiß nicht, was du dir gewünscht hast. Irgendwelche riesigen Sachen bestimmt. Ja, Wo bringst du das Pony für deine Tochter hin? Also. Stimmt. Nee, ein Einhorn will sie ja haben. Da muss ich an das Pony noch irgendwie ein Horn kleben. Muss ich mir noch aus dem Darknet irgendwo ein Nashorn kaufen und das da irgendwie dran kleben. Naja, aber wir sind ja hier im Filmpodcast, ja? Nicht, dass alle schon abgeschaltet haben, dachten hier so nützliche Haushaltstipps mit Kate, Eric und Chris. Sondern wir haben tatsächlich ein paar Filme für euch. Also ich nicht so viele, doch, ich habe doch mehr als ihr. Wie ich das so sehe, aber nicht aus dem Kino meine, sondern in der letzten Sneak, da waren die Kate und der Chris, die haben da quasi die Fahne für uns hochgehalten. Und ob sich das gelohnt hat, das werden wir gleich erfahren, wenn einer von den beiden den Film Trouble vorstellt, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte. Ich denke, es wird auch so bleiben. Ich glaube es auch. Also nach der Sendung heute. Ich höre zumindest jetzt mal was davon. Also von daher. Ja, es ja ist. Wo fängt man an? Ich überlege noch, wie am besten anfangen. Wer spielt denn mit? Fangen wir an. Wenn man sich anschaut, Trouble, der Film, stellt man fest, okay, eigentlich relativ interessant besetzt mit Angelica Houston, Bill Pullman, David Morse. Eigentlich, ja, ganz interessant auch Deacon, also der, wo den Deacon gespielt hat in King of Queens, spielt auch mit. Und man denkt sich so, David Morse kennen. Ich überlege gerade, woher ich David Morse kenne. Der Name sagt mir irgendwas. Wenn du ihn siehst, dann kennst du ihn auf jeden Fall. Ich überlege gerade auch, Julia Stiles spielt auch noch mit. Hier, The Green Mile. Green Mile, 12 Monkeys, The Rock. Hurt Locker, den hat man schon etliche Male gesehen, ja. Ja, ich sag ja, den kennt man, das ist ein bekanntes Gesicht einfach auch. 16 Blocks hat er auch mitgespielt und was ist nicht was alles. Und ja, wenn du das so liest, denkt man sich so, okay, hey, könnte eigentlich ganz cool sein.
Und dann, wenn man den Trailer gesehen hat, hat man den Film gesehen. Das kann ich schon mal vorneweg schicken, weil arg viel mehr wie im Trailer passiert nicht. Es geht schlicht und ergreifend um die Geschwister Maggie und Ben, also Angelica Houston und Bill Pullman sind Geschwister, die nicht das beste Verhältnis zueinander haben, schon gar nicht seit dann der Vater auch gestorben ist. Dementsprechend sind die da im Clinch. Die Maggie wohnt auf einem großen Grundstück, zurückgezogen in auf ihrer Farm, so selbstversorgermäßig. Und eines Tages plötzlich gibt es dann so Trouble bei ihr auf dem Gelände, weil eben ihr Bruder zurück ist. Ihr Bruder Ben ist zurück und gräbt ein Loch. Ja, mitten auf ihrem Grundstück. Macht einfach Mr. President aus Independence Day, gräbt ein Loch, passt ihr natürlich gar nicht, kommt zum Streit, die Arbeiter drumherum stehen dann auch da, schauen sich das an, so, okay, wo führt das hin? ja, dann kommt die Polizei, kann nichts wirklich machen, weil es heißt, ja, hier, ich habe da die Rechte, sie sagt, nein, das ist mein Grundstück, es steht halt so ein Familienstreit und endet damit, dass Bill Pullman angeschossen wird. Und das sieht man im Trailer. Ja, exaktamente, das sieht man auch noch im Trailer. Und dann ist der Film scheint da viel Handlung gehabt zu haben, wenn du so überlegen musst. Also es ist wirklich schwer, weil es geht halt fortan jetzt darum, wem dieses Stückchen Land gehört und was, wie es Bill Pullman oder wie Ben es versucht, an das Land von seiner Schwester zu kommen. Und dann wird es halt diese Familiengeschichte draus, wer mit wem und warum. Also, ich hab grad und dann stellt man sich natürlich auch immer noch die Frage, was will er da buddeln? Ja, also warum will er genau an dieser Stelle ein Loch graben? Warum hat er die Rechte für dieses Land an genau an dieser Stelle? So, und also man sitzt halt im Kino und denkt so, keine Ahnung, glaubt der, da findet er Gold? Ja, will er schürfen? Nein, er will oder ja das was will er machen? Hinstellen. Er baut da jetzt ein Haus hin. Ein ja, das kommt Haus aber so. Irgendwann mal am Ende vom Film wahrscheinlich raus. Spoiler. Ja, ganz am Anfang kriegst du nicht mit, was da los ist. Warum und, will der da graben? Und Erik, um dir noch richtig die Lust auf den Film spielt zu die belgische Schauspielerin mit da? Nein, die spielt nicht mit, aber er kommt aus dem Hause Kinostar. Ach ja, das habt ihr ja, die Warnung habt ihr ja schon an mich geschickt gehabt, da, ja, als der Film lief, ja. Ich habe beide Hände über dem Kopf zerschlagen, als ich das gesehen habe und dachte so, das also kann nichts werden. Jetzt nochmal hier von dieser Stelle nochmal der Hinweis an Kinostar. Also wenn ihr irgendwie ein bisschen Filmkompetenz braucht, also wir stehen auch vielleicht mal für Screener-Vorführungen hier im Raum Stuttgart mal zur Verfügung, dass wir uns da mal reinsetzen und euch mal sagen, ob sich das lohnt, so einen Film in Verleih zu nehmen, ob der gut ist oder nicht. Also bei euch, ich weiß nicht. Sind wir nicht immer auf einer Wellenlänge, sagen wir es doch ganz nett. Und also ich ja, erinnere mich nur an einen guten Film von denen, sorry, aber vielleicht zwei, ist ja egal. Das war's. Jetzt geht's um Trouble, es geht um Trouble, zurück zum eigentlichen Film und ja, wie es ausgeht, lassen wir natürlich offen, wo es hingeht. Es ist für mich so ein bisschen, und das fand ich einen sehr, sehr schönen Kommentar auch in der Facebook-Gruppe der Metropolsneak, die Erfindung der Langatmigkeit. Also wenn jemand einen Film über Langatmigkeit machen wollte, braucht er nicht mehr, gibt's jetzt schon. Nee, den gab's doch schon mit dem Under the Silver Lake. Ja, von wegen, da war Under the Silver Lake. Wobei, bei dem bin ich eingeschlafen, bei Trouble bin ich nur fast eingeschlafen. Hier hat jemand auf Moviepilot nur drei Worte geschrieben als Kritik. Steht da, erbärmlich langweiliger Miststreifen. Das ist relativ gemein. Also, wie gesagt, was ich ein bisschen entsetzt war, Julia Stiles mal wieder zu sehen. Die ist einfach eine alte Julia Stiles geworden. Das kann man nicht anders sagen. Es sieht immer noch aus wie Julia Stiles, nur mit ein bisschen mehr Falten. Und insgesamt finde ich, bleiben aus meiner Sicht die Schauspieler allesamt blass. Es ist so, ich musste einmal kurz lachen, glaube ich, oder zweimal vielleicht. Es
Ja, es hat mich nicht abgeholt. Also es ist wirklich ein Film, der bestimmt Tiefe hat, was Familienbindung angeht, dass man irgendwelche Brücken doch noch schlagen kann, egal wie tief die Gräben sind und alles. Ich glaube, das kann man alles, wenn man möchte, rausinterpretieren. Nur, wie gesagt, mich hat es überhaupt nicht abgecatcht. Also das. Und ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, okay, das Ding hat Potenzial. Da könnte man was draus machen. Und ja. Wenn man den Trailer gesehen hat, kennt man den Film. Und Kate, du warst auch mit? Möchte noch jemand was zu sagen, oder? Ja, ich war auch mit dabei und ich fand den Film absolut Banane. Also man muss auch noch dazu sagen, es gibt dann so kurze Rückblenden zu der Zeit, wo die zwei klein sind. Da sind sie irgendwie im Rosengarten oder halt im Garten, ne, und pflanzen da Pflanzen. Und auch diese zwei Kinder, also vor allem der Junge, furchtbar. Also entweder ist das richtig, richtig mies synchronisiert gewesen, aber es war wirklich schlimm. Und jedes Mal, wenn so eine Rückblende kam, dachte ich auch nicht schon wieder. Das ist nicht ertragbar gewesen. Wirklich ganz schlimm. Also, auch die ganze Geschichte, man hätte da richtig was draus machen können. Ja? Aber nein, da wird einfach, vor allem, da werden teilweise Dialoge geführt, also wobei Dialoge, also zum Beispiel bei der Szene ganz am Anfang, sie findet raus, dass er auf ihrem Land gräbt und sie sagt ohne Spaß den gleichen Satz 10-mal hintereinander, weil sie sich so aufregt. Und dann streitet sie mit dem Polizisten und sagt immer den gleichen Satz und ich denke mir so, die hat ihr Drehbuch schnell auswendig gehabt. Ja? Das war nicht, es war furchtbar. Es war einfach nur scheiße. Tut mir leid. Der war einfach nur mies, der Film. Der hatte kaum Handlung, kaum Story und das, was er hatte, war an einem Finger abzuzählen. Ja, also ganz, ganz schlimm. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ganz so kurz von der Besetzung her. Und so. Der junge Ben, also bei den Rückblenden, den spielt Ellie Goulding und dieses Kind ist so unfassbar nervig in diesem Film. Also das ist wirklich, das ist noch nerviger wie der verlotterte, nicht geduschte Bill Pullman. Ja. Die Kate kennen, weil der hat ja bei Orange is the New Black sogar mitgespielt. Da hat er einen Dylan gespielt. Ach, das kann sein, keine Ahnung. Aber kleine Kinder kommen in der Serie nicht so viel vor. Wenn, dann habe ich nicht mehr dran gedacht, dass der da mitgemacht hat. Also, oh Mann, nee. Das ist eher das, so... Das ist aber jetzt trotzdem mal eine gewisse Seltenheit, dass ich mal nicht in die Sneak gegangen bin und dann kam was Schlechtes, weil normalerweise kommt dann immer so das riesengute Film. Deswegen, ja, wundert mich jetzt schon, aber freut mich innerlich, aber ich lasse das nicht so raus, dass da was Schlechtes kam, was an mir vorbeigegangen ist. Aber tut mir jetzt leid für euch, dass ihr das ertragen habt. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Dafür bin ich morgen mit dabei. Ja. Ja, yeah. Also punktemäßig, wie sieht es da bei euch aus? Ich gebe keine Punkte. Ich gebe 0 Punkte. Das ist komplette Zeitverschwendung gewesen. Bei mir hat er immerhin einen Punkt gemacht, weil ich mal kurz lachen musste, weil es ein bisschen skurril war. Kurz. Allerdings ist es halt auch ein extrem niedriger Anspruch, den ich da hatte. Das Problem ist einfach nur, ich sehe das Problem auch darin, dass wir sehr, sehr viele Filme sehen und sehr, sehr viele gute Filme sehen und sehr viele durchschnittliche Filme. Und dann ist es halt wirklich schwer, so einen Film gut zu finden. Der hat mit Sicherheit sein Publikum und der hat bestimmt, kommt bestimmt auf einem Festival oder so gut an, wer weiß, keine Ahnung. Aber aufgrund dessen, was wir dieses Jahr schon alles gesehen haben und was vielleicht noch alles kommt, ja, im Laufe des kommenden Jahres, kann ich diesem Film keinen Punkt geben. Das ist einfach nur Mist. Greifst also schon voraus, was alles noch kommt? Ja, es kann nur besser werden wie dieser Film. Ach so, okay. Sorry. Ich verstehe. Schlechter kann es nicht mehr werden. Oh, das ist ja eine gute Voraussetzung jetzt. Ich habe hier gerade übrigens noch ganz arg schön einen Satz von filmstarts.de, den möchte ich kurz zitieren. Hier steht nämlich, die legendäre Angelica Houston schaut müde drein und überlässt das Schauspiel größtenteils lieber ihrem Cowboy-Hut, der meistens schnurgerade sitzt, aber sich gelegentlich auch leicht nach unten neigt, was dann Kummer signalisieren soll. Hey, perfekt zusammengefasst. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie die Kinoleitung hier den Podcast hört und Kate sagt gerade so, na, schlimmer kann es ja nicht werden. Und dann im Hintergrund so. Hold my beer.
Challenge accepted. An der Stelle schöne Grüße an die Innenstadt Kinos Stuttgart. Wir sind gespannt. Wie schaut denn der Sneak-Tipp für die nächste Woche aus und sind da schon irgendwelche Tipps eingegangen? Ja, der Sneak-Tipp ist ja relativ spannend jetzt mit der Sneak. Vielleicht sollen wir das auch mal ganz kurz nochmal durchgeben, weil es gibt jetzt einen kleinen Sneak-Terminkalender für das restliche Jahr. Das sind ja solche unnütze Feiertage wie Weihnachten und sowas. Ja, ist ganz komisch, weil irgendwie der, also jetzt am 17.12., das wäre die Sneak 980, dafür ist der Tipp ein pieksiges Vergnügen. Und bevor ihr jetzt gleich loslegt, dann am 24.12. keine Sneak, am 25.12., das heißt am Dienstag, dafür gibt es die Sneak. Und überraschenderweise am 31.12. gibt es keine Sneak, also keine Silvester-Sneak und keine Heiligabend-Sneak. Eventuell gibt es aber eine Neujahrs-Sneak, das ist noch nicht raus. Feuerfrei. Weißt du irgendwas, ob dann die Preise die gleichen bleiben, jetzt trotz Feiertag und so? Oder? Keine Ahnung. Aber okay, wir haben es eben ermäßigt. So, und also. Wie lauten die Tipps, die eingegangen sind? Naja, es gibt zwei Tipps und einer davon kam schon. Also von daher. Dann nehme ich an, der kommt also, nicht. Nee, du hast getippt Aquaman und dann wurde noch getippt die Schneiderin der Träume, aber den hatten wir ja schon in der Sneak. Hm. Und das war's, mehr kommt nicht. Und ein pieksiges Vergnügen, da denke ich eigentlich eher irgendwie an einen Animationsfilm mit irgendwelchen Igeln oder so, aber gedacht. Nicht an Aquaman. Aber irgendwie kommt da nichts, ne? Und ja, wegen, was zu dem Tipp gepasst hat, war ein Witz, den ich letztens gehört habe. Warum können Weihnachtsbäume nicht nähen? Weil sie immer die Nadeln fallen lassen. aber ich habe echt keine Idee. Also fällt euch irgendwas ein, was jetzt, oder weiß jemand, Chris, weißt du irgendwie? Dann darfst du natürlich nicht mitraten. Ich werde Teufel tun und mitraten. Nee, ich hab schon alles Mögliche durchgeschaut, was so in der Vorschau ist. Ich habe also zu dem Thema nichts gefunden. Na, vielleicht gehen ja noch irgendwelche Tipps. Ich meine, es kommt bald ja nochmal ein Film von Kinostar ins Kino. Der heißt Die Nadeln des Herkules oder so. Nee, der heißt Yolki 7. Oh Gott. Yolki, das ist doch was Russisches, oder? Ja. Yolki. Was ist Yolki? Die Wolke, oder? Keine Ahnung, du bist der russische Spezialist in dem Fall. Muss ich mir mal lesen hier. Ich würde ja noch hoffen auf der kleine Drache Kokosnuss, aber. So, Kinostar in the Movies. Oh, viele russische. Ploe, du fliegst niemals allein aus Island. Nee, da läuft, glaube ich, schon. Oh, jetzt sind ja viele Filme, aber wo sieht man jetzt, welche noch kommen? Now in Theaters, nee. Coming soon, hier. Trouble, da ist er. Nussknacker. T34. Russian War Movie. Steht da. Da wird die Seite auf Englisch. Irgendwelche Ballett. Nee, da kommt irgendwie nichts Passendes. Und wo ist dieser Yolki. Posledni hier. Es kommt ein Drama namens Weightless. Nee, also ich glaube, von Kinostar kommt erstmal nichts. Ja, vielleicht hat ja noch einer von den Hörern irgendeine Idee, was so ein pieksiges Vergnügen sein könnte, der uns da in der Sneak Preview erwartet. Dann geht mal auf Facebook in die Metropol-Sneak-Gruppe und dann könnt ihr das gerne mal schreiben, auch wenn ihr von woanders her seid. Das wäre trotzdem ganz cool. Schön wäre ja, weil pieksig der Spitzenkandidat. Wie bitte? Weil pieksig wäre doch schön der Spitzenkandidat. Ach so. Gibt's das? Wäre doch auch schön. Gibt's den Film? Ja, der kommt am 17. Januar mit Hugh Jackman als Politiker Gary Hart mit Sarah Paxton, J.K. Simmons. Möchtest du den tippen? Ist das dein Tipp? Nein, um Gottes Willen. Ich sage nur, ich versuche euch zu helfen. Okay. Naja, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein hier nach der Aufnahme, denn ich das noch mitschreiben. Vielleicht auch Bumblebee, weil Bee und Biene pieksig. Die piekst. Das ist aber weit hergeholt. Ha? Ja, gut. Könnte aber sein, ja. Was die so denken. Also. Naja, begeben wir uns mal ins Heimkino. Heimkino. Da habe ich mir auf Amazon Prime mal einen Film ausgeliehen, den ich eigentlich schon länger mal gucken wollte, wo ich immer gute Kritiken gehört habe, um den ich aber im Kino einen Bogen gemacht habe, aus altbekannter Abneigung gegen Tom Cruise, nämlich ich habe geschaut, bitte? Nix, ich habe nur gelacht. Also, Mission Impossible Fallout.
Hat auch wieder Christopher McQuarrie gedreht. Tom Cruise in der Hauptrolle und dann so die übliche Bagage zusammen. Alec Baldwin ist auch noch mit dabei, Simon Pegg, Rebecca Ferguson und noch ein paar andere. Es kommen auch noch ein paar alte Mission Impossible Personen wieder aus vorhergehenden Teilen, die ich jetzt mal nicht spoilern werde. Es beginnt damit, dass er einen Deal machen will mit so ein paar dubiosen Gestalten, um irgendwelches Plutonium oder nukleares Material zu kaufen. Und das geht ein bisschen schief. Und die verlieren diese Ware. Sie wollten sie eigentlich nur kaufen, damit sie aus dem Verkehr gezogen wird, damit da nichts Schlimmes damit passiert. Und das geht leider ein bisschen schief. Dann eine dritte Gruppe tritt auf den Plan und wird dieses nuklearen Materials habhaft. Und dann läuft das Ganze eben auf eine globale Katastrophe zu, die sie irgendwie aufhalten müssen. Das Ganze spielt sich auch wieder an schönen Orten in der Welt ab, schön gedreht. Also Paris ist mit dabei, London mit dabei. Dann sind sie irgendwo in Kaschmir, glaube ich, wo gedreht wurde. Und ich bin ein bisschen leicht traurig, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, den Film. Weil der hat wirklich ein paar Bilder, wo ich gedacht hätte, boah, den hätte ich gerne im Kino gesehen. Aber das werde ich nicht tun, mir solche Tom Cruise Sachen im Kino anzugucken. Die Aufnahmen, die sind wirklich teilweise atemberaubend und bei Mission Impossible ist es ja häufig so, dass die Action-Sequenzen, die sind immer noch so ein bisschen so, dass man sagt, das ist jetzt nicht ganz so oben drüber wie bei manchen James-Bond-Sachen, die wirklich völlig verrückt sind. Allerdings hier wird auch schon gewaltig an der Schraube gedreht bei Mission Impossible Fallout und ich fand, der Film hatte zwischendrin auch so ein paar sehr, sehr tolle Szenen, einfach so kurze Zwischensequenzen. Da gibt es eine Szene, ich werde sie jetzt nicht spoilern auch, die spielt in Paris. Hier sind die so halb auf der Flucht und plötzlich werden sie entdeckt von der Polizistin und das, was dann passiert, das fand ich auch wieder sehr, sehr gut, wie sich die Situation dann auch auflöst. Und so gab es halt viele, viele so kleine Geschichten, gut gedrehte Szenen. Das Ganze ist sehr, sehr atemlos gemacht. Also man hetzt da durch und es ist extrem spannend. Also es sind dann so Szenen, wo man wirklich auf seinem Stuhl sitzt und es kaum noch aushält vor Spannung. Was aber auch daran liegt, dass einen die Regie die ganze Zeit richtig gut mitnimmt. Und Soundtrack brauche ich nichts sagen. Also das übliche Mission Impossible Thema kommt auch wieder in diversen Variationen und da ist es auch wieder fast so ein bisschen wie bei dem Rocky-Thema, wenn das dann kommt, dann freut man sich irgendwie, wenn man das hört. Ich weiß nicht, ist auch so ein Thema. Die Schauspieler sind geil, ist auch wieder so lustig mit Simon Pegg, was der da manchmal so raushaut, dann wieder auch so Gesichtsmasken abzieht, Szenen und herrlich. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Film. In so einem Bereich Agenten-Action gebe ich dem 9 Punkte. Und ich würde euch mal die Empfehlung geben, den auch mal zu gucken. Okay. Wenn ihr die Möglichkeit habt, also den gibt es jetzt im Streaming-Service, wird bestimmt nicht mehr lange dauern, bis er irgendwie bei Sky Select, bei Sky gab es den auch, da hätte ich den auch gucken können, da hätten sie mir dann irgendwie noch die Blu-ray nach Hause geschickt oder so. Beobachte den mal, ne, wenn der irgendwo läuft. Ich glaube, der könnte euch auch gefallen. Ist ziemlich geil gemacht. Habe ich euch Lust gemacht darauf? Oder? Ja. Völlig gelangweilt jetzt. Ach Gott. Ich mag nur Tom Cruise nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich habe. Die Filme sind schon nicht schlecht. Ne? Also, wir hatten ja auch mal diesen Jack Reacher in der Sneak Preview. Der war ja auch nicht schlecht. Der war ja auch von Christopher McQuarrie. Ja. Ja, mal gucken. Ziemlich beinhartes Ding. Also, was dann noch so passiert und so. Ja. Empfehlenswert: Mission Impossible Teil 6 Fallout. Habt ihr noch irgendwie einen Film geguckt, bevor ich hier. Mm-mm. Nee. Wo ist mein Tab? Hier ist mein Tab. Ich habe noch einen Film geschaut, den hatte ich mir auf Sky aufgenommen. Da ging es mir ungefähr so. Oh, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Wie ging es so. Dir denn, Erik? Erzähle doch. Da ging es mir so wie bei euch mit dem anderen Film, Touch, oder wie hieß der? Nee, nicht Touch, Trouble. 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 Und zwar waren irgendwie coole Darsteller, standen hier im EPG drin, in der Info. Nämlich Adrien Grenier, den kenne ich aus Entourage, der hat da den Vince gespielt. Dann Nicolas Cage, ja,
John Cusack, mag ich sehr. Und da habe ich gedacht, ja, Actionfilm, da stand in diesem EPG, da stand so eine Kurzzusammenfassung der Story. Und die hat vollkommen reicht. Das war der ganze Film. Die stand in dem EPG drin. Also es geht darum, dass der Adrien Grenier, der heißt JP. Und dann gibt es noch einen, der heißt Mikey, wird gespielt von Jonathan Cheche. Noch nie gehört vorher. Und die beiden sind Brüder und da wird auch in Rückblenden erzählt, wie das so war, als die klein waren. Und da gab es mal so eine Szene, die zeigen sie natürlich, weil die hat natürlich Relevanz für das, was jetzt passiert und so und wie das dann war. Weil dann schießt sich nämlich der eine Onkel, der nimmt sich das Leben, als die beiden klein waren und steckt sich quasi die Pistole, die Schrotflinte in den Mund und der damit der das nicht sieht, der kleinere Bruder, schickt er ihn weg, gibt er ihm Geld für die Spielhalle, obwohl er da noch nie rein durfte. Und ja, die Szene hat halt Relevanz und die kommt ganz am Anfang. Und später dann wird der eine Bruder, nachdem die älter sind, der eine wird dann entführt und der andere versucht, den zurückzubekommen. Also Nicolas Cage ist der Entführer, der spielt einen rücksichtslosen Gangsterboss, genannt Eddie King. Und dann tritt irgendwie noch John Cusack mit auf den Plan. Dem seine Rolle habe ich nicht so ganz verstanden, wo der jetzt auf einmal herkam und was der da für eine Bewandt. Der hat auf jeden Fall dem JP so ganz gute Tipps gegeben, was er jetzt machen muss und wie er da jetzt mit der Situation umgeht. Denn, wie gesagt, er versucht natürlich, seinen Bruder zurückzubekommen und soll da ein Lösegeld auftreiben und so. Und das war auch irgendwie schon Ach so, Privatdetektiv steht hier in der Zusammenfassung. Ja, aber wie der jetzt dazu, weiß nicht, wie der jetzt da auf einmal plötzlich auf den Plan getreten ist, das erschließt sich mir aus dem Film nicht. Das ganze Ding, also Nicolas Cage hat ja jetzt gerade aktuell ein bisschen Höhenflug, weil er diesen Mandy-Film, der sehr stark gefeiert wird, ist ja jetzt gerade in aller Munde. Das ist aber so ein Film, der noch so vorher spielt. Ich hatte letztens schon mal irgend so einen Film vorgestellt, wo er irgendwie in Thailand irgend so einen abgefuckten Typen spielt. Ich glaube, das ist ungefähr so in derselben Phase entstanden. Hier auch völlig abgefuckte, komische Perücke auf, die ganze Zeit so ein Schnauzbart wie Magnum und irgendwie haben sie ihm noch eine dicke Nase dran geklebt. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Das Ganze auch so vom Dreh her irgendwie so, ja, wir setzen mal alle möglichen Filter ein, die uns unsere Software bietet und die ist völlig unspannend, der Film, die ganze Zeit. Das Einzige, der am Schluss, der Showdown, ja, der ist sehr, sehr blutig und das sieht man so aus nächster Nähe, wie einer mit einem Schrotflinte in den Kopf rein und boah, wie das alles so wegfetzt und so. Da haben sie mal ein bisschen Geld für Spezialeffekte ausgegeben, also besser gesagt, sie haben irgendwelche bemalten Luftballons irgendwie zerschossen und vorher denen irgendwie eine Perücke aufgesetzt. Naja, der kriegt hier auf Moviepilot, kriegt der bei den Kritikern 3,3, in der Community 4,1 Punkte, das gibt schon eine Richtung vor. Ich sag, das ist, also in der Videothek hätte der früher so im unteren Regal gestanden. Das ist so ein Film, FSK 18, der lockt. Da musst du für aufpassen, Erik, du musst bald erklären, was eine Videothek ist. Also. Also kurz gesagt, so ein bisschen Krabbelware, so, das wird wahrscheinlich sowas sein, was im Mediamarkt, wenn da so eine Kiste ist, so DVDs ab einem Euro, da wird das irgendwie drin landen, also wo dann jemand sagt, oh, coole Leute, 1 Euro, nehme ich mit, ist ein gutes Geschäft. Nein, selbst 1 Euro würde ich dafür nicht. Nee. Klingt ein bisschen nach Trouble. Nee, ja, ungefähr so. Also ich habe mich da sehr gelangweilt. Ich fand es zwar ganz nett, jetzt John Cusack mal wieder zu sehen und Adrien Grenier, dem hätte ich es echt gewünscht, wenn er mal irgendwie in einem besseren Film Fuß gefasst hätte, weil Entourage ist ja nun zu Ende. Ich hatte eigentlich gedacht, der schlägt irgendwo ein bisschen ein, aber der Film, der kann gar nichts. Also Arsenal heißt der oder Arsenal, keine Ahnung. Hatte auch noch ein paar andere Titel. Ich nehme an, das ist so ein Film, der dann aufgrund seines Misserfolges und seiner schlechten Publicity wird er wahrscheinlich dann im Heimkino unter anderem Titel erscheinen, damit die Leute nicht wissen, ach, das ist der schlechte. Der hat hier noch so Alternativtitel wie Philly Fury und Southern Fury. Also ja, also Finger weg. Von mir 2 Punkte. Arsenal. Wenn ihr den mal erwischt irgendwo und seht irgendwo so einen ganz üblen Grünfilter oder Orangefilter und seht irgendwie Nicolas Cage oder irgendwas, dann wisst ihr, das ist der.
Ja. Okay, dann werfen wir doch mal einen Blick, was so Neues so demnächst im Kino kommt. Sneak Preview. Dafür missbrauche ich nämlich den Sneak Preview-Trenner. Ich habe ja hier einen Trailer reingeschmissen in unser Dokument. Ich habe schon meine Kurzwertung mit dazu geschrieben. Ich war ja ein Fan von Happy Death Day, von dem ersten. Und jetzt gibt es tatsächlich einen zweiten Teil. Und als ich gehört habe, es gibt einen zweiten Teil, dachte ich, ach nee, bitte nicht, ey, bitte nicht. Es war so cool eigentlich, so dieses abgeschlossene Konzept. Ich meine, von Und täglich grüßt das Murmeltier kommt ja auch keiner auf die Idee, jetzt mal einen zweiten Teil zu drehen oder sowas, wie es ihm dort ergeht oder so, ne? Und da haben sie die Rechnung ohne die Filmindustrie gemacht. Aha. Jetzt kommt tatsächlich ein zweiter Teil von Happy Death Day. Der hat den bezeichnenden Titel Happy Death Day to You. Was ich schon mal ein bisschen witzig finde. So ein kleines Wortspielchen da im Titel. Ich bin mir sicher, sie werden dann für den deutschen Verleih dann wieder einen lustigen deutschen Zusatztitel finden. Und wir können uns vielleicht erinnern, also wer Happy Death Day nicht kennt, da ist ein junges Mädchen in einer Zeitschleife gefangen. Ist aber nicht so wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier, dass sie dann abends einfach so einschläft und früh aufwacht und mit I Got You Babe von Sonny und Cher, sondern sie wird jedes Mal ermordet an dem Tag. Jedes Mal auf eine andere Art und Weise, jedes Mal von einem Killer mit so einem komischen Babyface, von so einer Babyface-Maske und gedreht von der Blumhouse, die ja wirklich sich damit auch schon einen Namen gemacht haben mit solchen etwas abgefahreneren Indie-Streifen. Und sie versucht dann halt rauszufinden, zum einen, wer will sie umbringen und hat dann auch so diese Phasen, die ich total gerne mag in solchen Zeitschleifenfilmen, so nach dem Motto, ja, jetzt ist ja alles scheißegal, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Also sie hat dann auch so Tage drin, wo ihr alles egal ist, geht sie halt nackig in die Schule und so. Und jetzt kommt halt der zweite Teil und ich dachte, oh nee, bitte nicht. Und der ist so lustig, der Trailer. Ich habe so gelacht. Ich saß da, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann sage ich, oh nein, ja, bitte, bitte. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ja, der sieht schon witzig aus, muss ich auch sagen. Ich fand den ersten jetzt nicht so geil wie du, aber ich fand ihn schon witzig. Fand auch die, ich finde, der hat sich auch nicht ganz so 100% ernst genommen. Das fand ich auch gut. Und der zweite Teil, also der Trailer, der sieht schon wirklich gut aus. Also könnte sein, dass sie damit einen guten zweiten Teil machen. Da sind ja auch schon so Szenen drin, wo sie dann irgendwie mit Bikini aus einem Flugzeug springt, so nach dem Motto, ja, pff, ist ja alles egal. Ist ne? Egal. Also, herrlich, ey. Ja. Nee. Jetzt kommt der Lehrer wieder durch. Kids, don't try this at home. Nee, jetzt kommt nicht der Lehrer wieder durch, jetzt kommt einfach der, ach du Gott, komm, es war so, okay, vielleicht hatten wir doch ein bisschen Erfolg mit dem Film. Ey, lass uns einen zweiten Teil machen. Oh, worum geht's da? Ums Gleiche. Geil. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Also das, gut, wenn sie anfangen, wenn sie feststellen, okay, am Anfang haben wir gedacht, oh, das ist ein todernster Film, den wir da haben, und jetzt festgestellt haben, okay, ist es doch irgendwie nicht. Dann ja, warum nicht? Dann verarscht man sich halt doch nochmal selber. Ansonsten, also ein zweiter Film über das exakt gleiche Thema mit den gleichen Schauspielern und dann nochmal die Szenen verwenden aus dem ersten nochmal, was ich ja echt stark finde, sowas zu machen. Ich weiß nicht. Also mich hat es nicht so abgecatcht. Ich habe gedacht, okay, willkommen in der Rubrik Filme, die die Welt nicht braucht. Und ich glaube, da fällt er leider drunter. Okay, dann lass uns mal abwarten. Ja. Das fertige Werk begutachten. Ich gebe ja auch Trouble eine faire Chance, deswegen. Ich jetzt nicht mehr nach der Kritik von, ja, spätestens Personen. Spätestens nachdem wir gesagt haben, von welchem Filmverleih er kommt. Was für dich geschwätzt, ne? Ja, obwohl, ja, nee, ich gebe da eher was auf eure Kritik als auf das, was da der Filmverleiher, der kann ja auch mal Glück haben, irgendwie. Dieses blinde Huhn findet auch mal einen Korn. Ja, ich sag ja, es gibt zwei gute Filme von denen. Der startet übrigens am 14. Februar, am Valentinstag, startet ja in Deutschland Happy Death Day to You. Ich bin gespannt. Total. So, aber du hast ja auch noch was rausgefunden. Ich habe sogar noch einen anderen Film, aber den darf ich nicht mehr sagen.
Darf ich dir vielleicht auch den Trailer noch nicht schicken. Das ist, auf Deutsch heißt er Die unglaublichen Abenteuer von Bella. Das ist ein ganz arg süßer Film, den musst du dir mal anschauen. Im Original heißt er A Dog's Way Home. Das guckst du dir mal bitte an. Das guckst du dir mal bitte an. Und ich glaube, du wärst der Erste, der keine Tränen in den Augen hat. Also das war's. Oh, ich habe so geheult. Nur vom Trailer, ich bin nach dem Trailer aufgestanden, habe eine Viertelstunde lang meinen Hund geknuddelt. Nur mal so. Was ich rausgesucht habe, ist The Last Man. Und The Last Man ist mit Hayden Christensen. Yay! Christensen. Anakin Skywalker ist zurück. Der beliebteste Anakin Skywalker-Darsteller aller Zeiten. Ja, ist eine kanadisch-argentinische Produktion, kommt wahrscheinlich nur ins Heimkino, also zumindest in den USA erstmal nur. Ob er überhaupt nach Deutschland kommt, wer weiß das schon. Hayden Christensen spielt da einen Kriegsveteran mit posttraumatischer Belastungsstörung und baut einen Bunker. Und so schlecht fand ich es jetzt gar nicht, den Trailer. Ich fand es eigentlich relativ interessant. Ich fand den Trailer, der sah gut aus. Sieht sehr dystopisch aus. Ist ein Sci-Fi-Spiel, Spielfilm. Sci-Fi-Spielfilm. Sieht sehr, genau, deswegen. Sehr düster aus. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden. Man hat ihn, finde ich, am Anfang gar nicht erkannt. Ja, stimmt, mit dem Bart und so. Nee, erst bei diesen kurzen Rückblenden im Trailer, wo er keinen Bart hat, da erkennt man ihn, aber er ist nicht mehr der Junge von Star Wars und das finde ich richtig gut. Ja, wo er jetzt mittlerweile Schauspielen gelernt hat, wird sich zeigen, ne? Naja. Aber spannend, guter Tipp, finde ich. Also wäre ich auch mal mit, ich mag ja solche düsteren Zukunftsszenarien. Ich meine, da sind wir jetzt mittlerweile schon fast nah dran an solchen Geschichten. Muss man ja mal gucken, auf was man sich da so einlässt. Ja, eben. Ja. Also interessanter Tipp wäre ich auch mit verlinken. The Last Man hieß der. Mir ist gerade eingefallen bei der Hundegeschichte, ich habe heute tatsächlich noch einen Film geguckt. Max 2 mit so einem Hund. Der am weißen Haus da und so. Schöner Kinderfilm, kann ich empfehlen. Also im Bereich Kinderfilme ist der vorne mit dabei. Ja, dann sind wir doch eigentlich schon mit den Trailer und News durch oder hat noch jemand irgendeine News? Nee? Dann werfen wir mal den Blick darauf, was so Neues anläuft und was so gerade sich in den Charts tummelt. Kinocharts und Neustarts. So, Stuttgart, hier haben wir's. Platz 10, Der Nussknacker und die vier Reiche. Platz 9, Widows, tödliche Witwen. Ah, ist wieder so ein deutscher Zusatztitel, ne? Platz 8, Spider-Man in New Universe. Platz 7, Unknown User 2, Dark Web. Platz 6, Bohemian Rhapsody. Platz 5, Tabaluga, der Film. Platz 4, Mortal Engines, Krieg der Städte. Ich glaube, so ein Film, der interessiert mich so ein bisschen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich im Kino irgendwie. Ich glaube, den muss man im Kino sehen. Mal sehen. Vielleicht, ich habe nächste Woche Urlaub, vielleicht gehe ich einfach mal. Kann ich ja dann. Der Grinch auf 3, jetzt kommt der Weihnachten. Platz 2 sind die 100 Dinge. Platz 1 immer noch fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Oh, der läuft richtig gut hier in Stuttgart. Weiß gar nicht, wie es im Rest des Landes aussieht, aber könnte auch gut laufen. Dann, es starten folgende Filme jetzt über Weihnachten. Hier am 20.12. ist der Kinostart für Aquaman. Nach Wonder Woman, Superman und Batman erhält mit Aquaman nun ein weiteres Justice League-Mitglied ein eigenes Spin-Off mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Und habt ihr zufällig dieses lustige Bild gesehen, wo der an diesem Drehort mit seinen Bodyguards läuft? Nein. Also die Schauspieler, insbesondere die von solchen Multimillionen-Dollar-Produktionen, die müssen natürlich beschützt werden, ne? Und der Jason Momoa, der ist ja bestimmt 2 Meter oder so, ne? Ja, der ist ein Tier. Und der hat 2 Bodyguards, das sind so halbe Hemden wie ich, ne? Die steht da so links und rechts neben ihm, wo du denkst, ach, die 2 sollen den beschützen. Der steht in der Mitte wie so ein Riesenviech da. Oh Mann, total Riesenmuskel, weißt du, und links und rechts daneben so 2 im Anzug mit so Knopf im Ohr. Mal sehen, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich es gesehen habe, dann würde ich es vielleicht mal rausfinden. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auf Reddit war in irgendeinem. Es startet auch noch Bumblebee, das Spin-off der Transformers-Reihe, rund um die Vorgeschichte von Bumblebee, diesem gelben Auto da, der Ende der 1980er zur Erde kommt und sich als kultiger gelber VW-Käfer tarnt.
mit Hailee Steinfeld und John Cena und Jason Drucker. Heißt direkt so, Jason Drucker. Und Bumblebee. Drucker. Jason Drucker, ja. Und Bumblebee. Und das Auto. Mary Poppins Rückkehr für alle Musical-Fans. In der Fortsetzung kehrt Mary Poppins zurück in die Charity Lane, wo ihre Schützlinge inzwischen erwachsen geworden sind. Dann die H.P. Kerkeling, die Verfilmung des H.P. Kerkeling-Buchs Der Junge muss an die frische Luft, in dem H.P. Kerkeling den Suizid seiner Mutter verarbeitet und seinen Werdegang im Showgeschäft nachzeichnet. Die Poesie der Liebe, eine französische Beziehungskomödie von und mit Nicolas Bedos, keine Ahnung, und Doria Tillier, wird das Geheimnis einer Jahrzehnte währenden großen Liebe gelüftet. Ein Film aus das Nie kommt auch noch, Die Schneiderin der Träume, den haben wir ja schon mehr oder weniger besprochen, ein paar Ausgaben vorher. Also wer gepflegte Langeweile, obwohl, nee, das war ja der Trouble-Film jetzt. Tja, ist irgendwie alles so in der Richtung gerade. Dieser Jolki 7 läuft auch an. Wie immer zu Silvester suchen in der russischen Komödie verschiedene Menschen nach dem großen Glück und laufen sich auf die verrücktesten Weisen über den Weg. Dann wird es wahrscheinlich doch Wolke heißen. Drei Gesichter, erzählt ein Roadtrip in den Norden Irans, um der Geschichte von drei Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft nachzugehen. Trouble läuft auch an. Siehst du, 20.12. Yeah, also, wer da Lust bekommen hat, auf gepflegte Langeweile, guckt sich entweder Die Schneiderin der Träume an oder Trouble. Ja, wobei Trouble kann man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr langweilen, was wir so gehört haben. In den USA übrigens auf Platz 1 Spider-Man, The New Universe, und Ralph Breaks the Internet ist auf Platz 4, Mortal Engines Platz 5. Jo. Okay. Dann kommt eigentlich Ralph Breaks the Internet zu uns. Das hättest du mal eine halbe Sekunde früher fragen müssen, bevor ich den Tab geschlossen habe. Irgendwann im Januar. Warum kommt der erst später? 24. Ja. Januar 2019. Das wäre doch ein Film, das wäre der perfekte Film für einen weltweiten gleichen Start. Ach so. Ja, so, aber. Ich meine, so wegen Internet und so. Nee, so ist ja so, jetzt kann der in den USA erstmal laufen, jetzt können die Leute das erstmal abfilmen und ins Netz stellen und dadurch breakt er das Internet, weißt du? Mhm, ja, ich verstehe. Ja, weil der hier später läuft. Ich weiß nur, ich hab da schon so Sachen gesehen, man sollte bei diesem Film bis zum Ende im Kino bleiben. Okay. Es gibt ja eine Post-Credit-Scene. Machen wir ja meistens sowieso dann. Ja, aber in dem Film auf jeden Fall. Soll ich auch noch sagen, welche Post-Credit-Scene angekündigt wird? Nö. Nee, okay. Nö. Wahrscheinlich irgendeine von Deadpool, das wär's noch, oder Star Wars. Ah, ja, das wäre doch witzig. Das wäre krass, wenn die dann noch eine Post-Credit von Deadpool, der ja einen Monat vorher nochmal anläuft, also. Ja, oder Star Wars, weil Star Wars ist jetzt auch Disney. Alles jetzt Disney. Ist alles ein Riesen. Das fände ich auch witzig. Ein Riesen Filmmonopol. Die vereinnahmen jetzt auch noch Fox, ne? Disney? Abwarten. Das ist eine Riesenkrake. Sind wir mal gespannt. Disney-Krake. Aber ich glaube, das ist dann ein Film, in den will ich gern aktiv ins Kino gehen. Weil der sieht so witzig aus. Der Trailer. Ja, sieht echt gut aus. Wenn da, mittlerweile sind ja mehr, da 24. Januar nichts anderes anläuft, dann kann man ja mal einen Blick riskieren. Mhm. Blick riskiert habe ich auch. Serien. Bei einer Serie. Und das war jetzt eine, die nicht auf den Hausaufgabenzettel stand, für Fortsetzung folgt. Also ich habe wirklich mal aus eigener Initiative eine neue Serie angefangen. Und soll ich was sagen? Ich habe die ganze erste Staffel durchgeguckt und habe mir jetzt gerade bei Amazon auch schon die zweite, kann man da kaufen, dass man die hier so ausleihen kann und so. Das werde ich dann nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, dann mal in Angriff nehmen. Ich habe nämlich vier Blocks geschaut. Vielleicht ging es euch auch so, oder hat von euch die jemand schon gesehen? Muss ich erst mal kurz. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur davon gehört. Genau, also ich habe auch schon davon gehört. Das kam immer und als Werbung hier, ja, vier Blocks, und dann waren hier irgendwelche deutschen Film- und Fernsehpreise und da hieß es auch wieder, ja, vier Blocks hier und da. Und ich habe gedacht, Mensch, da muss doch irgendwas dran sein. Und bei Rocket Beans wurde auch manchmal so in Nebensätzen erwähnt, ja, geil, vier Blocks und so. Und ja, okay, jetzt guckst du das mal. Und die Serie macht es einem, oder hat es mir ein bisschen schwer gemacht, da reinzukommen, weil die spielt in Berlin, in so einem, ja, Ghetto würde ich nicht sagen, aber da leben halt
ja, diese Clans, ich muss anders anfangen. Also es gibt, Hauptdarsteller ist Tony Hamadi, der lebt mit seinem ganzen Familienclan in Berlin-Neukölln und hat diese Tätigkeiten dieses Familienclans, der kriminelle Aktivitäten durchaus nicht liegen lässt, hat er übernommen, weil sein Onkel, der musste sich da ein bisschen zurückziehen aus dem Geschäft. Und Tony Hamadi hat es übernommen und sein Bruder ist da auch noch mit in dieser leitenden Funktion, würde ich mal sagen. Und die haben halt eine ziemliche Organisation da am Laufen und haben da mit allen möglichen Sachen zu tun. Also die verticken Drogen, die schüchtern Leute ein, Schutzgelderpressung, die stellen irgendwo Spielautomaten auf, die sie dann quasi irgendwie manipulierte Spielautomaten, jetzt habe ich das Wort gesucht, stellen sie halt irgendwelche Bars auf und so, wo die Leute sich dann nicht wehren können und sammeln halt das Geld ein. Und diese ganzen illegalen Geschäfte laufen halt so nebenbei und es kommt dann aber auch dazu, dass sie in Probleme mit dem Nachschub bekommen, mit den Drogen. Und parallel gibt es noch sehr viele andere Geschichten, nämlich der Tony Hamadi und seine Frau, die leben schon seit irgendwie 30 Jahren in Deutschland und wollten eigentlich immer deutsche Staatsbürger werden. Und jetzt ist es demnächst soweit, dass sie offiziell einen Pass bekommen. Plötzlich taucht ein ehemaliger, ja, Freund, Bekannter, einer, der mal in der Organisation gearbeitet hat, auf, der immer so quasi mit Faustgewalt Sachen durchgesetzt hat, gespielt von Frederik Lau. Absolut großartig gespielt. Absolut. Der spielt da mit? Ja, Frederik Lau. Der taucht dort auf und war halt lange Zeit irgendwie weg und die fragen, ja, wo warst du und so, ja, war im Knast und kam raus, also er saß auch für diesen Familienclan im Knast, für was, wo er einen Kopf hingehalten hat und hat gesagt, er hat irgendwie in Frankfurt-Oder eine Zeit lang dann gelebt und hat dort sich was Kleines aufgebaut und ist jetzt halt zurück in Berlin und fragt ihn halt, hey, sag mal, hast du nicht irgendwas für mich und so und es dauert eine Weile, bis er wieder akzeptiert ist und er kriegt dann auch paar Sachen mit übertragen und so erste Schutzgelderpressung und so. Problem ist nur, Achtung, es ist kein Spoiler, das erfährt man relativ früh, Frederik Lau arbeitet undercover, was wir relativ früh erfahren. Und er kommt aber in wirklich dem Tony Hamadi, dem Clan-Chef, der auch großartig gespielt wird von dem Kida Khodr Ramadan, heißt der Schauspieler, der auch nominiert war für diese Filmpreise. Dem kommt das sehr, sehr nahe, also auf eine freundschaftliche Art und Weise und der braucht halt auch diesen Blick von außen, damit ihm jemand sagt, was er machen soll. Und ich will mal jetzt nicht zu viel verraten. Die Serie hat ja, weiß nicht, wie viele Episoden, ich glaube sechs Folgen oder so hat die erste ja nur gehabt, ne? Ich fand das absolut großartig. Es war nicht so perfekt gespielt, alles hat halt immer auch so gewirkt, als wäre das wirklich ganz, ganz nah dran und wirklich ganz realistisch auch. Und es passieren viele total verrückte Sachen. Also gibt es dann natürlich diverse andere, ja, so Gangs und sowas, die den auch ans Leder wollen. Und es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das ist völlig abgefahren, sondern es hat alles auch noch so ein bisschen Realitätsbezug, ja, dem, was man manchmal so im Fernsehen sieht und Nachrichten hört. Ne? Ich kann das absolut empfehlen, die Serie. Und jetzt weiß ich auch, warum die alle so begeistert sind. Mega geiler Soundtrack, der da kommt. Hammer. Also ich habe erste Staffel geguckt, also von mir wirklich so das Beste, was ich seit langem gesehen habe an Serien, an deutschen Serien vor allem auch. Ne? Und ich fand ja Beat schon ziemlich geil, der auch ja in Berlin spielt, aber Four Blocks ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also von den Darstellern her, die hauen da so viel rein und spielen das so gut. Kann es euch nur empfehlen, das mal zu gucken. Bei Amazon Prime ist die komplette erste Staffel im Prime-Angebot verfügbar. Kann man gucken, ne? Also sofort. Gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Bloß die zweite Staffel müsste man dann kaufen oder ein Stückchen warten, bis die dann kommt. Ja. Von mir absolute Empfehlung, 4 Blocks. Jo, das war's mit meinen Serienempfehlungen. Ihr habt ja auch nichts weiter hier. Ich habe bis jetzt nur in die erste Folge von der Netflix-Serie Hunde reingeguckt.
Ah. Das ist ja eine Art Dokumentation, wo in mehreren Episoden, in jeder Episode eine Geschichte erzählt wird von einer Familie, einem Menschen, einer einzelnen Person und ihrem Hund. Und wie gesagt, die erste Geschichte, da geht es halt um Service Dogs und um eine Familie, die eine Tochter haben, die so epileptische Anfälle hat, und zwar ganz schlimme, aber teilweise auch welche, die nur in ihrem Kopf stattfinden, wo sie dann einfach sich so kurz ausklingt. Die kriegt jetzt einen Hund. Und ja. Da geht es dann um diese Hunde, was die so können und wie die das lernen und so. Das ist echt spannend gewesen. Und in der zweiten Folge geht es dann um einen Typen, der ist aus Syrien geflohen, musste seinen Hund zurücklassen und will den jetzt zurückholen irgendwie nach Deutschland. Und also es sind ganz verschiedene Geschichten über ganz verschiedene Leute aus den unterschiedlichsten Ländern. Das erste war in den USA, bei der zweiten Geschichte geht es um einen Mann hier in Deutschland, der in Berlin lebt. Bis jetzt total interessant, aber für mich schon fast zu wenig Hund, zu viel Mensch. Ja, ich habe auch in die erste Folge reingeguckt, das war nichts für mich irgendwie. Ja, ich fand es ganz süß. Also, ja. Kannst ja mal berichten, ob das dann noch besser wird. Ja, ich muss halt mal jetzt die nächsten Folgen noch gucken. Mhm. Aber wie gesagt, dadurch, dass halt jede Folge was eine andere Geschichte erzählt, ist halt schwierig. Ne? Ja. Na gut, dann haben wir heute nichts weiter. Feedback gab es auch nicht zur letzten Woche. Was ist denn da los? Bei Amazon kann ich mich gerade nicht einloggen. Also wird es heute eine etwas kürzere Ausgabe hier. Feedback ist ja klar, die machen alle beim Adventskalender mit. Jammerkalender mit. Ich habe doch noch was gesehen. Was denn? Ich habe eine australische Serie gesehen. Oh, ja? Ja, die hat auch nur 6 Episoden, ist relativ kurz, aber ist richtig spannend. Und zwar, die heißt Pine Gap. Okay. Da geht es geht es um so eine Station in der Nähe von Alice Springs. Das ist eine Geheimstation von Deutschland, von Amerika und Australien, und die haben quasi Zugriff auf diese ganzen Satelliten, die Erdumlaufbahn sind, und die beschatten da quasi gemeinsam, was die Aktivitäten der anderen Länder, ne, was die so treiben. Und da geht es dann darum, dass sowohl die Amerikaner als auch die Australier da sich immer so ein bisschen auch gegenseitig, also sie arbeiten zwar zusammen, halten aber nicht viel voneinander, ja, und stellen sich auch immer gegenseitig in Frage, und dann gibt es ein Sicherheitsleck. Es wird entdeckt, dass auf der Software was eingespielt wurde, was quasi Daten leaken soll. Was aber eigentlich gar nicht geht, weil die natürlich vom Internet eigentlich komplett abgeschottet ist, diese Station. Ne? Also da muss irgendjemand ein Handy umgebaut haben oder so. Ne? Und dann wird dann relativ schnell klar, dass das ein Insider sein muss, also jemand von der Station, von dieser Basis. Und dann geht es halt darum, dass die Chefs versuchen rauszufinden, wer das ist. Und dann wird halt auch ein bisschen die Geschichte von dieser A-Crew erzählt. Wer die so sind und was die so tun. Und es wird dann so quasi so ein bisschen ermittelt, wer das ist, wer da der Böse ist und wer da der Verräter ist quasi. Das ist echt gut. Also wie gesagt, das ist eine australische Serie. Ich fand es mega spannend. Ich habe die 6 Folgen relativ schnell durchgehabt und fand es richtig, richtig spannend. Ja. Nein, also die kann ich nochmal empfehlen, weil Die ist wirklich spannend, wirklich spannend. Wie hieß die? Du hast es bestimmt schon gesagt. Pine Gap. Pine Gap. Die heißt so, weil das, also spielt bei Alice Springs, und da gibt es diese Valleys. Und diese Valleys haben alles Namen, und die spielen, und diese Station steht im Pine Gap Valley. Und deswegen haben die Station auch so benannt. Okay, gibt es bei Netflix, die in der Welt der CIA spielt, und die Kooperation zwischen USA und Australien auf der Militärbasis. Ah, klingt interessant. Gibt es hier bei uns im deutschen Netflix, ja? Ja. Cool. Ja. Ah, gucke ich vielleicht auch mal rein. Ich brauche noch irgendwas. Ich muss demnächst, dann muss ich 3 Serien vorschlagen für unseren Serien-Podcast, und da fehlt mir noch eine. Na, vielleicht ist die was. Werde ich mal gucken. Ah, mittlerweile geht Amazon.
One, vielen Dank an den oder die, die folgende Sachen bestellt haben. One Punch Man. Was ist das? Ach, ein Comic, oder? Taschenbuch, Entschuldigung. Taschenbuch One Punch Man 12 und One Punch Man 13. The Walking Dead. Wahrscheinlich auch als Comic, ja, als Buch, ja. Was ist das? Die Passion Christi als Blu-ray. Oh Gott. Okay, dann viel Spaß da. Schöne Weihnachtstage hier. Ein Kenwood Küchenroboter. Was ist das? Kann der selber kochen? Nee. Ach so. Das ist eine Küchenmaschine. Ja, Küchenmaschine. Okay. Die Roboter. Denkst du doch hier, macht alles selbst. Also, ein 4 Meter HDMI-Kabel. Ein Playmobil Spy Team Battle Truck. Boah, das sieht ja cool aus. Gut, dass mein Kleiner das nicht gesehen hat, hätte er sich auch gewünscht, ey. Was ist das? Da Vinci Aquarell Set. Was sind das? Ach, ein paar Pinsel. Da können Sie gleich schreiben: 5 Pinsel. Nein, das ist ein Aquarell Set. Da Vinci Aquarell Set. Turtle Beach Premium. Ah, Kopfhörer mit Mikrofon dran. Was ist das hier? Cosmo-Roboter. Noch so ein Küchending? Nee. Ah, was ist das jetzt? Ach, ein programmierbarer Roboter für Kinder, nehme ich an. Da kann man irgendwie mit einem Tablet dem irgendwas beibringen, dass der irgendwelche Kisten aufhebt oder sowas. Boah, aber für 139 ganz schön teuer. So ein Ding. Hm. Was haben wir hier? Zero One Gehäuse Shell Cover. Für ein Nintendo 3DS ein Cover. Das war's, ja. Vielen Dank an alle, die sich hier wiedererkannt haben und damit den Kinocast unterstützen, damit wir auch so weitere, so lustige Gewinnspiele wie das Adventskalender-Gewinnspiel zum Beispiel machen können. Und für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, der Hinweis, ich habe letztens eine Insta-Story gemacht. Ich bin ja jetzt up to date. Ich bin ja voll hier drin, ey. Ich habe eine Insta-Story gemacht. Voll fresh, mein Junge. Ja, fresh, ey. Du hast total den Swag, ey. Ja, den Swag aufgedreht hier. Ja. Und, Swaghetti Yolonese. Da könnt ihr zum Beispiel auch sehen hier, ich habe nämlich jetzt endlich Filmposter bei mir hängen. Eins habe ich vom Chris bekommen, hier ein schönes, das hier hängt. Das bin ich. Das könnt ihr hier sehen. Und ihr könnt auch sehen, wie ich den Gewinner oder die Gewinnerin, ich will mal nicht so raten, von der Blu-ray What the Waters Left Behind ermittele mit random.org und so weiter, ne? Und der oder die bekommt es zugeschickt. Wenn ihr erfahren wollt, wer das ist, müsst ihr bei Instagram mir folgen. Kinocast heiße ich da übrigens. Für die, die es nicht wussten. Jawohl. So ist das. Ansonsten, Adventskalender läuft ja ganz gut, machen ja einige mit, macht weiter mit. Auch wer jetzt einsteigt, kann immer noch gewinnen. Also wir losen ja auch Preise unter allen Teilnehmern aus, unter allen, die mitgemacht haben. Und ich habe ja hier noch einige Blu-Rays. Was habe ich denn hier zum Beispiel? Gleich mal hier reingreifen in die Kiste. Oh, Superbad als Blu-Ray, Source Code. Coole Sachen. Deepwater Horizon, John Wick und so weiter. Coole Sachen dabei, habe ich ja mal reingehauen hier bei Amazon, als die im Angebot waren. Jo, dann macht alle mit und wir, denke ich, sehen uns morgen in der Sneak. Yep. Ja, ja, ich hoffe. Ja, toi, toi, toi. Ja. Dann einen schönen Abend noch, liebe Hörer. Schaut gute Filme, Serien, gebt uns Tipps für gute Filme und Serien, wie zum Beispiel Four Blocks. Hätte mir das nicht mal irgendeiner empfehlen können von euch, geschätzten Hörern. Muss ich das wieder irgendwo anders herholen, mit meinen Tipps her. Euch vielen Dank fürs Mitmachen, Chris, Kate. Bis morgen dann. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Ja, Erik? Ja? Sagt noch jemand was? Ich bin fertig. Ich habe doch gerade ins Dokument geschrieben, bin mal kurz weg. Entschuldigung. Ich hatte gerade einen Anruf gekriegt, habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Alles klar. Jo, ich höre mir das ja, dann nachher mal an bei der Post-Production über deine australische Serie. Sehr gut. Oh, du Fröhliche. Bis bald im Kinocast.